Hola, buenos dias, ihr Lieben. Ja, ich bin hier gerade in San José beim Parque de Diversiones und wollte eigentlich gerade rein und wir hatten auch so ein bisschen Wasser mit dabei. Aber das waren so Metallflaschen, die ihr wahrscheinlich kennt, diese Thermoskannen, die man halt so mit durch die Gegend schleppt. Und die dürfen halt nicht mit reinnehmen. Nur Plastikflaschen waren erlaubt. Das heißt also, alles was Metall irgendwo hat, darf nicht mit rein. Feuerzeuge, keine Ahnung, alles Mögliche. Deswegen muss ich jetzt einmal nochmal zurück und gehe jetzt wieder rein. Ja, durch den Eingang sind wir jetzt schon mal durch. Wasser auch gekauft. Und wer noch will, könnte hier auch noch ein Schließfach mieten. Und jetzt gehen wir erstmal hinein ins Vergnügen. Hier ist auch schon die erste Achterbahn, eine bisschen kleinere. Erinnert mich so ein bisschen an die in Stukenbrock. Genau, Stukenbrock. Da war glaube ich auch so eine ähnlich kleine. Aber für Einsteiger ganz nett. Hey, ei, ei, ei. Der Freefall Tower. Dann gleich jetzt erstmal bergab hier. Okay, ich bin soweit. 1, 2, 3. Da habe ich mir die Schreiber lauter vorgestellt. Das ist so mein Endgegner, wo ich nicht mit rein wollte. Ja, und hier eine Wildwasserbahn. Wenn man daran steht, wird man auf jeden Fall pitschenass. Ich gehe mal weiter. Schon erfrischend. Hier ist mehr so die Kinderecke. Selbst das Klohäuschen sieht ganz nett aus. Und ein schlafender Baum. Da haben wir noch ein schönes Riesenrad. Ja, so viel hat sich jetzt hier nicht verändert. Auf jeden Fall habe ich hier, ich habe so einen Rapido-Pass mir besorgt und hätte das gar nicht gebraucht, glaube ich. Heute an so einem Freitag, also die Öffnungszeiten sind im Moment ja nur Freitag, Samstag, Sonntags und vielleicht dann halt mal an Feiertag. Aber das hält sich alles hier gerade so ein bisschen in Grenzen. Und jetzt nächste Woche fangen ja, glaube ich, die Osterferien an. Dann wird es natürlich wahrscheinlich brechend voll sein, aber heute an einem Freitag, ja. Das hätte man sich sparen können. Schon nett gemacht.
Harald, ich denke an dich. Warum nur? Hier sollen ja irgendwo ein paar Eier versteckt sein, aber ich habe keine Ahnung wo. Sind die Blätter Eier hier? Ich nicht. Wollen wir doch auch mal über diese Brücke da. Hier gibt es auch ordentlich Fressbuden, wie letztes Mal halt auch. Yeah.
das war echt lustig jetzt hier gerade bei dieser Theatervorstellung. Vor allen Dingen, weil man halt gleich so als Ausländer erkannt wurde. Hey, wo kommt ihr her? Da natürlich dann Deutschland und... Hey! Hallo, guck mal, putzt du das? Guten Abend! Ah! Hallo! Hallo, hallo! Ja, jedenfalls. Haben wir uns dann gleich alle begrüßt, wir mussten alle oder bis allen zuwinken, alle haben uns zugewunken und dann hat er auch so ein paar Brocken Deutsch gesprochen, das war irgendwie echt nett. Und gerade eben sind wir jetzt abgehauen, dann haben wir es auch unterbrochen und so tschüss, tschüss. Alles war wirklich sehr nett, also toll. Wenn ich mich recht daran erinnere, ist das hier so die wilde Maus, oder? Bloß halt ein bisschen anders. Ja, schön. Eieiei. Ja, da würde ja manch einer schon durchdrehen bei sowas. Und da gibt es noch was anderes. Das ging ja noch von früher. Die sehen alle sehr glücklich aus, oder? Ich denke mal schon. Ja, davon ist auch noch ein wildes Ding, aber irgendwie ist es gerade im Moment nicht an. Es ist auch wirklich nicht so voll. Also heute jedenfalls, an einem Freitag. Wir waren an einem Tag mal hier, ich glaube das war am Samstag oder so, es war brechend voll. Wir sind gerade noch so reingekommen und diesmal also wirklich relativ leer. Also diesen Rapido-Pass, den muss man sowieso erst nachher bezahlen. Also man kann den nicht online kaufen, wie die Tickets halt, sondern kann den erst hier dann eben bezahlen. Und ich würde wirklich die Empfehlung machen, ohne hier reingehen, erstmal gucken, ob das wirklich so voll ist oder nicht, weil sonst kann man sich das Geld sparen. Also wir haben das heute, glaube ich, zum Fenster rausgeschmissen, das Geld. Da sind auf jeden Fall wieder welche, die nass werden wollen. Werden sie. Versprochen. Jetzt geht's drauf. Oh my goodness. Oh. Oh my god. Ja, die haben jetzt geduscht. Ja, jetzt wisst ihr wenigstens, wo die nächsten Wet-T-Shirt-Contests dann auch stattfinden. Also hier wäre auf jeden Fall eine gute Möglichkeit dafür, falls jemand das überhaupt gerne machen möchte. Ja. Kann man auch einfach mal liegen bleiben, was? Falls jemand von euch noch keinen Plan hat, bitteschön.
Aha. Das hat doch auch Charme, ne? Ah, ist doch im Betrieb. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Na, Sonne, bitte. Boomerang. Ich schon mal gestört. Ich glaube, dann ist hinten noch am besten, oder am höchsten. Okay. Ich schätze mal, das Ganze gibt es auch noch rückwärts. Ja, genau. Wir haben es jetzt geschafft und überlebt. Wie wunderbar. Ein Baum, was? Gut, ich glaube mal, ich habe jetzt so im Grunde alles gezeigt. Reicht jetzt auch dann mal Hasta Luego, und wenn ihr mal Lust habt, hier hinzugehen, dann macht das doch. Also, liebe Grüße und bis dann.